Grüße, liebe Bastler. Ich habe euch ja versprochen, für diese kleinen Schachteln mal eine Anleitung zu machen. Das ist ein Board von Crafters Companion. Wie es genau heißt, schreibe ich euch noch rein. Das ist mal eine Box zu Weihnachten. Ein kleiner Anhänger, kleiner Gruß. Hier könnt ihr eure Fantasie freien Lauf lassen. Geschenke macht ihr hier rein oder ein paar Leckerlis. Hier mal zum Geburtstag. Man öffnet die praktisch so. Wenn es euch gefällt, wäre toll, wenn ihr mich abonnieren würdet. Viel Spaß beim Nachbasteln. Diese werden wir mal machen in dem Video. Wie gesagt, bastelt's nach. Und viel Spaß. Als erstes habt ihr erstmal das Prägebot von Crafter Companions. Wie das genau heißt, sage ich euch. Die Rückseite sieht so aus. Ich habe da noch den Koffer dazu, dass ich es einlegen kann. Und dann nehme ich mir aus zum Block. Das ist ja 30,5 x 30,5 oder 12 Inch mal 12 Inch. Das sind 250 Gramm schwer. Und dann suche ich mir erstmal was aus, was mir gefällt. Nehme ich mal das. Dann lege ich mir das erstmal hier so an. Und die kleine Ecke hier oben schneide ich mir ab. Dann kann ich es gut anlegen. Und rechts und links. Dann gucke ich noch, dass die Ecke hier unten ich abschneide. Dass es gut hier drinnen liegt. Das mache ich gleich mal so mit der Schere. Ihr könnt es natürlich auch mit der Schneidemaschine machen, so wie ihr es möchtet. Ich mache da nicht viel Brühe. Das kommt nach innen, also lege ich das erstmal an. Und dann fangt ihr an zu prägen. Die erste Seite ist fertig. Jetzt nehme ich mir die Seite. Und dann gucke ich mal. Ihr müsst das ausschneiden nochmal. Weil das ist dann die zweite Seite hierfür, für die Box. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das ein bisschen austariere. So passt das. So, jetzt schneide ich das erstmal aus. So, ich habe das jetzt ausgeschnitten, die Teile. Und ihr seht schon diese Ecken, die hier sind. Die werden normalerweise zusammengeklebt nach innen. Aber mir ist es einfach zu dick, darum schneide ich das wie nochmal aus. So, und hier oben ist ja der Schlitz, wo es denn zumacht. Das mache ich auch gleich fertig. Seht ihr? Und hier machen wir es auch gleich noch. So, dann habt ihr schon mal das Grundgerüst soweit fertig. Ganz schnell und easy. Jetzt falzt ihr das und dann klebt ihr das so zusammen. Könnt ihr mit doppelseitigem Klebeband machen. Ich mache es meistens mit Kleber, Flüssigkleber. Wir machen es mal so. Und das meine ich, sonst ist das zu dick, weil ihr das dann nach innen stülpt. Und so gefällt mir das besser. So, und fertig ist die Box. Schneller geht es ja nun wirklich nicht. Thank you.
So, fertig ist die Box. Bastelt's nach. Ihr könnt das besser. Ihr habt noch bessere Ideen. Schaut öfters mal bei mir rein. Bis denn.